Hallo. Was meinst du mit einer Aktion? Welche Aktion denn? Heißt das, dass vielleicht App-Monster auf Amazon als Aktion gibt? Verstehst du? Ja. Keine Ahnung. Hallo, Abso. Wir vergeuden hier noch ein bisschen Zeit. Ah! Wir wissen eh, wenn wir noch ein bisschen Zeit vergeuden möchten, ne? Wir warten ja sehr, sehr brav darauf, dass die anderen kommen. Ja, bla bla. Können wir währenddessen, wo war das hier? Ist auch auf der Karte eingezeichnet. Können wir ja ein bisschen zocken gehen hier. Mit der geilen Musik im Hintergrund. Was ist das seltsame Ding hinter dir? Das nennt sich ein Regal voller Anime und so Stuff. Das ist hinter mir. Wir könnten rein theoretisch da spielen, ne? Gibt's da irgendwie eine geile Systematik dahinter? Kann man das irgendwie geil timen? Was habe ich jetzt bekommen? Was habe ich jetzt gewonnen? Ich drück da einfach oft nur babababatsch. Dark ist auch hier. Hallöchen, Popöchen. So. Da den Chat hin, dass ich euch gut sehen kann. So gehört sich's. Und weiter zocken hier. Bis vielleicht noch mehr auftauchen. Meine Spielsucht würde sich hier freuen, die im Pokémon spielen. Ja. Das ist ja extrem gefährlich, ne? Die armen kleinen Kiddies. Die könnten süchtig werden wegen diesen Spielen. Die könnten hier süchtig werden. Die spielen ein Spiel und hämmern immer die gleiche Taste, ne? Das ist Chaos pur. Oder hier. Können wir nicht spielen. Das können wir leider nicht spielen. Aber natürlich das beste Game überhaupt. Ja, da denke ich mir zum Beispiel, was ist denn da so schlecht für die Kiddies? Da müssen die Kinder Logik einsetzen. Also wirklich. So. Haben wir nicht wirklich was Gutes bekommen hier, ne? So, da ist nix in der Reihe und oben ist auch nix in der Reihe. Ich kann mir da was vorstellen. Da ist es nicht. Da muss es da sein. Ja. So schaut's aus. Keine Ahnung. Und habt ihr einen schönen Tag, ein schönes Wochenende. Naja, Wochenende ist für euch vielleicht jetzt seit Samstag, also seit heute. Ich weiß ja nicht, habt ihr auch frei? Wir haben ja jetzt die ganze Woche frei gehabt. Also habt ihr einen schönen Tag, eine schöne Woche gehabt. Wenn nicht, dann kommt her und zockt mit mir, Brothers. Ja. Und dann saufen wir uns voll. Und dann wird das so ein richtiger Männerabend, wie es hier ausschaut. Ach ja. Ich warte immer noch auf Shobi. Irgendwann wird er jetzt auftauchen. Er hat mir gestern erzählt, weil ich war gestern beim Shobi. Und der hat mir erzählt, dass jedes Mal, wenn ich online gehe, hier auf Twitch, wird er benachrichtigt. Und da kommt er dann her und bleibt da ein bisschen. Ne? Wo muss ich denn noch was machen? Oh. Jetzt muss ich mal nachdenken. Oh, ich und nachdenken. Wow. Kann ich sowas überhaupt? Da. Das ist nichts. Und das ist. Da muss auch noch irgendetwas sein. Ich tippe ja auf. Dich. Da musst du sein. Da. Habe ich doch gewusst, dass da nicht wirklich sehr viel sein kann, da rundum. Ja, aber ich war halt gestern beim Shobi und der hat gesagt, er kommt wieder vorbei. Ja, und da hatten wir auch gestern so einen richtigen Männerabend gehabt. Fußball geguckt. Und sie haben sich währenddessen ein paar Bier gegönnt und haben auch draußen geraucht und ich saß immer drinnen. Aber ich war zum Glück, kann man sagen, nicht der Einzige, der jetzt nicht irgendwas getrunken hat oder geraucht hat.
war generell was Schönes. Eine schöne Zeit. Greta ist auch hier, Hallöchen. Sebi, ihr habt gehört, dass ich Mod werde. Keine Ahnung, von wem du das gehört hast. Stimmt, noch keine Person vom anderen Geschlecht anwesend und dann kommt Greta. So. Irgendwie, das ist jetzt hier komplizierter. So, da nichts. Nichts und wieder nichts. Da unten auch nichts. Da muss es da irgendwo sein. Da, die zwei sind auch nichts. Dann müsste es hier eigentlich die beiden müssen sein, ne? Genau. Dann haben wir hier schon alles eigentlich, ne? Vielleicht taucht ja hier noch irgendwo etwas auf. Warum rede ich jetzt so? Ich mache einfach das hier auf und verschwinde jetzt einfach von hier. Einfach weil ich mir denke, give me the coins. And I'm out. I am out. Jetzt sind eh genügend Leute wieder hier anwesend. Jetzt können wir ja weiter loslegen, oder? So. Und so ist der Männer-Stream-Abend vorbei. War eine schöne Zeit, die paar Minuten. Ich hab's genossen. Sehr, sehr sogar. Oh, ich werde euch sagen, ne? In 2 Jahren, das wird dann so ein Erlebnis gewesen sein, ne? Ich kann nicht reden. Das war heute so ein Erlebnis. Da kann ich euch in 2 Jahren noch fragen. Hey, Abso, Dagi, könnt ihr euch noch an damals erinnern? Unser schöner Männer-Stream. Und ihr sagt dann, ja, der war geil. Und dann fühlen wir uns für ein paar Sekunden sehr, 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 sehr nice. Und so. Ich will es Nio anwerben, aber ich finde Mannschaft nicht, wo das Holzpferd droppt. Wenn ich nicht weiß in Inazuma 11, wo es irgendwelche Items gibt, dann schaue ich einfach im Internet nach. Ich glaube, auf Spielertipps steht sowieso dann alles. Oder man kann es halt in der Beschreibung rauslesen. Wird ja auch immer beschrieben. Da und da kannst du das anfinden. Oh, was denn? Mann, so niedlich. Wie es mich in die Augen schaut. Start sogar. Ich würde antworten. Wer sind sie? Was? Egal. So, ich habe meine Pokis hochgelevelt. Mann, bin ich wie uns so niedlich. Schau dich das im Holge an. Ach ja. Ach ja, ich habe auch was offscreen gemacht, wo ich jetzt drauf hoffe, dass der uns mal anruft. Finger. So, Attackenwerte und so. Der Dark ist auch auf Level 50. Level 50. Und ja, Spezialangriff muss ich mir merken, hilft hier mehr, wobei ich habe sowieso... Warum habe ich Dragon Dance, aber keine physische Angriff? Ah, physische Angriff, ich kann nicht reden. Dann Gardevoir, Level 50. Ja, schaut euch das an. Hat auch einige gute Attacken erlernt und hier schaut euch die Werte an, wie da sehr, sehr nice. Dann Dambi habe ich auch mal wieder hochgelevelt und ins Team genommen. Warum nicht? Jetzt ist das Viech wenigstens zu irgendwas zu gebrauchen, weil vorher hat es ja überhaupt keine guten Attacken gehabt. Aber jetzt... Ja, dann haben wir hier noch Wenschchen mit einem ziemlich guten Angriffswert hier. Angriffsmodus. Und Cherry darf man auch nicht vergessen. Das Drogenviech hier. Ja. Und das sind mal alle Pokies, die ich heute mal verwende. Ich glaube, Dambi habe ich reingenommen und sonst sind das eh alles ältere Teammitglieder vom letzten Stream. Ich habe mir einfach gedacht, ja, wir haben ja Dambi einfach damals reingenommen. Wir haben uns gefreut darüber und jetzt nehmen wir das einfach auch mal ins Team rein. Die habe ich jetzt mal so rausgepackt. Ich wollte eigentlich dich auch mal reinnehmen ins Team, aber ich habe das Gefühl gehabt, ich habe einfach keinen Platz mehr. Ja. Ja. So, das mal zu dem Party-Update und so. Wir können ja... Nee. Ich könnte jetzt nachschauen, ob es hier irgendwie spezielle Items gibt oder so. Weil mit jedem Einzelnen hier reden, habe ich jetzt auch nicht wirklich Bock drauf. Vielleicht gibst du uns ein Item. Tot! Diese Papagei sagt so einfach, hey, du bist tot in meinen Augen. Und dann schlitzt es dir die Kehle durch.
Aha, Jade Tower. Das klingt auch so doof. Jade, das ist doch ein Name. Und dann Jade Tower. Okay. So, dann schauen wir uns hier ein bisschen um. Schon wieder dieser Dude hier. Dieser Dude, der ein Dude ist. Läuft der Stream eh noch? Oder seid ihr gerade so hypnotisiert von meinem Geschwafel, dass ihr überhaupt nichts mehr schreiben könnt? Bibi, bibi, bibi. Nee, nee, nee. Bibi, bibi, nee, 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 nee. Oder du, 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 baba, da, da, da. Wo sind wir hier angekommen? Das schwafelt ja noch blöder herum. Es hat, muss ich sagen, es hat was. Fighting Types? Ach, egal. Es hat was, dass das dauernd loopt, diese Musik. Aber es nervt halt auch irgendwie. Immer dieses. Und warum sind das immer so zweistöckige Häuser? Ich erinnere mich jetzt, was bist du für ein Dude? Da ist ein Fluchtseil. Ich möchte nicht wissen, was da neben deinem Bett, warum da so ein Seil zum Knebeln fesseln liegt. Trader Pokémon. My Delta loaded for any Dragon type. Ah, ich glaube, das ist auch ein geiles Delta Pokémon. Jetzt mal Nope. Hätten wir rein theoretisch irgendwie ein Pokémon zu fangen? Search, please. Type Dragon. Give me Dragon type. Das würde mich jetzt schon interessieren. Können wir irgendwo was suchen? Start Search. Na, leider nicht. Dich kann man ja nur einmal fangen, oder? Das ist blöd. Aber so ein Delta Lotad. Ein Nicht-Zermurzel, das ist das andere. Loturzel, so heißt es, ne? Das möchte ich eigentlich schon haben, weil das schaut geil aus. Kann ich mich noch entsinnen. Wow! Nee, ich bin irritiert von dem, wo oben rechts ist. Das ist doch ein gut aussehender Typ. Ich sitze gerade selber im Layout. Oh! Tss, ah, so heiß! Ich muss aber auch sagen, das ist mir gestern nach dem Duschen aufgefallen. Langsam aber sicher kann ich mich anfreunden mit dieser langen Frisur. Weil man sieht es vielleicht dort hinten. Schaut euch das an, das ist so ein richtiger Busch dort hinten. Stört mich sehr, sehr oft. Aber irgendwie langsam aber sicher. Vielleicht, weil es jetzt eine gewisse Länge erreicht hat, wo es jetzt nicht mehr extrem bescheuert ausschaut, kann ich mich jetzt schon anfreunden damit. Und ich hab's eh. Das letzte Mal, als ich... Was? One of my bones, Lee. Ja, warum nicht? Namensvorschlag, please. Namensvorschlag, please. Was wollte ich sagen? Ach ja, das letzte Mal, als ich Haare geschnitten habe, das war eigentlich eh zu Ostern? Ja, ich glaube zu Ostern. So lange schon? Ich kann mich erinnern, das war in den Zeilen Traum, wo ich dieses eine merkwürdige Video aufgenommen habe, wo ich da diese Schokohasen vernichtet habe. Das war, glaube ich, eh zu Ostern, ne? Warum sonst Schokohasen? Und da waren die Haare wirklich extrem kurz und da habe ich wirklich wie so ein alter Opa ausgesehen. Da gefällt es mir eher so schon mehr, auch wenn es unpraktischer ist. Zum Beispiel beim Radfahren dann alle schon wieder so verschwitzt und dann schaut es erst recht ekelhaft aus. Das ist... Sebi, macht mir nach mit den langen Haaren. Aber schauen wir mal. Es ist halt extrem unpraktisch. Das stört mich jetzt primär an dem langen Haar. Weil wenn es irgendwie nass wird, sei es beim Radfahren, ne, man setzt sich eine Haube drauf, dann schwitzt man und dann kringelt sich bei mir das alles so ekelhaft und alles so... Es schaut halt richtig ekelhaft dann aus. Das ist das Einzige, was mich stört. Ich war schon fast ja nicht mehr beim Friseur. Das erinnert mich irgendwie, dass ich mal hin sollte. Weil kein Namensvorschlag kommt, sage ich einfach Baum. Ich warte hier die ganze Zeit, dass irgendwie ein Namensvorschlag kommt, aber dann kommt nix. Oder habe ich was überlesen? Habe ich irgendwas überlesen? Ich glaube nicht.
Ach ja, die Häuser erinnern mich jetzt gerade an Animal Crossing und dass ich heute noch nicht gespielt habe. Was soll denn das? Frag mich nicht, was das soll. Jerry kommt. Warum muss ich mir jedes Mal vorstellen, wenn ich sowas lese, so Jerry kommt, dass so das Monster angerannt kommt und dum, 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 dum. Das klickt irgendwie so. XY kommt. Ich glaube, ihr wollt es mir nur irgendwie näher bringen, hallo, oder mich informieren, dass jetzt irgendwer kommt, aber das klickt für mich immer so im Chat. Jerry kommt. Dum, dum, dum. Ach ja. Greta, gib die Frisur wieder. Man muss ja jetzt irgendwo in einen Tower rein. Ich weiß jetzt aber nicht mehr ganz wo oder so. Jerry ist hier. Dum, dum, dum. Hallöchen. Auch schön, dass du hier bist. Ich hatte sie bis jetzt immer nette. Was, nette? Bringt euch in Sicherheit. Sie ist böse. Sie sind böse, was? Sie hatte bis jetzt immer nette. Hey, währenddessen ein imperialer Fahrspiel. Dum, dum. Ich bin nicht böse, boah. Es ging jetzt nicht primär um dich, Jerry, sondern einfach um... Zumindest habe ich so angesprochen. Wenn ich irgendwie im Chat lese, XY kommt, klingt das für mich immer so, boah, passt auf, XY kommt. Dum, dum, und dann kommt das Monster. Und weil du eben jetzt das Beispiel warst, hat das jetzt so gewirkt und so. Ja. Ich war gestern beim Friseur. Alle beim Friseur, soll das heißen, ich soll auch mal zum Friseur. Aber ich hab dann die Angst. Ja, natürlich kann ich sagen, hey, passt auf, ich will nicht zu kurz die Haare haben. Ich möchte meine Haare schön haben, ne? Du hast die Haare schön. aber mir hat's jetzt nicht wirklich so gut gefallen beim letzten Mal, weil das wirklich extrem kurz war. Und er schaut halt wirklich arg aus wie ein Opa. Bei meinem Haaransatz zumindest. Night Slash. Na, das tut mir schon ziemlich aua. Dann schicke ich jetzt Vanni rein und die vernichtet diese Scissor. Sie wollte aber, dass ich Bescheid sage. Jupp. Nein, Sebi, musst du nicht. Du es so wie ich. Okay. Wobei, ich kann mir... Na, ich hab's halt noch nie probiert, jetzt wirklich lange Haare haben. Jetzt einfach so wachsen lassen, bis es da runterkommt. Und dann bin ich ein schöner Hengst oder so. Oder ich kann mir dann so eine Frisur machen, wie hier dieses, nicht Ponita, sondern nicht Flamara. Wie heißt die Weiterentwicklung? Ponita, 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 Flamara. Mir fällt das Wort nicht. Wie heißt denn das Viech? Wie dieses Viech da jetzt vor unserem Auge. Ich könnte mir dann auch so ein Haar machen, ne? Dass das so nach hinten geht. Das kommt sicher auch sehr gut an. Ich bounce jetzt einfach herum. Leute, Jerry ist hier, rennt! Dump, dump, dump! A critical hit! Du kannst dann ja deine Haare im Wind wehen lassen. Mit so einem epischen Cape, ne? Und dann flattert alles im Wind. Das ist auch episch. Ich kann es mir halt noch nicht wirklich so vorstellen, wie schon gesagt. Ich kann mir vorstellen, wenn die Haare länger sind und dann nass werden, dann können sie weniger verwelken irgendwie. Weil bei mir ist es jetzt... Es ist noch nicht extrem lange, ne? Und das ist wahrscheinlich genau die Länge, wo die Haare anfangen, sich so zu welken. Und das ist halt störend. Und schaut bäh aus. Bäh! Naja, schauen wir mal. Wohin mich die Zukunft führt. Es ist halt beim Radfahren extrem anstrengend, kann man sagen. Weil die dann so nass werden und so. Hm? Scram, Kid! You're not allowed in here! The Sky Cult is busy with Helios right now! You can't leave! Okay. Ich hätte gedacht, dass wir irgendwo hin müssen. Ach, wo war denn das? Ich
kann mich nicht mehr erinnern, wohin. Warte, lieber bis du dir den Bart flechten kannst. Gott. Ich werde mir jetzt alles wachsen lassen. Nichts mehr schneiden, nichts mehr rasieren. Ja, das wird ein gut aussehender Sebi, sag's euch. Wobei, ich muss auch sagen, wir haben auch einen Mann im Studium, der längere Haare hat und eben doch einen dezenten Bart. Also so geht's auch. Soll ich hier in den Gym, in Gym rein? In Gym Knopf? Hey, lass meine Molke in Ruhe. It's closed right now. Talk with the other. Und dann muss ich... Ah, ich glaube, wir müssen ins Einkaufszentrum. Kann das sein? Und dort im Erdgeschoss. Irgendwie so war das ja, ne? So, da ist das Einkaufszentrum. Da habe ich schon mal irgendwelche Items gekauft. So, da unten, glaube ich. Diese Musik. Was sind das für ein Pendel? Schaut irgendwie aus wie die Rückseite von diesen Yu-Gi-Oh! Karten. Und? Ah, Suas. Oh. Oh. Da springen mich noch irgendwelche Boki an. Boki. Oh. Boah, ey. Nicht dein Ernst. Nicht dein Jürgen. Was macht hier ein Pilz unten? Da kriegt man ja gleich einen Fußpilz wahrscheinlich, wenn man hier durchlatscht, ne? Item! Wisst ihr was? Ich schau jetzt nach. Pokémon Insurgent. Ich habe jetzt wirklich dezent keinen Bock, hier im Stream mich zu verirren oder halt absolut keine Ahnung zu haben, wo ich hin muss. Suas Map oder so. Ja, da sind ein paar Karten. Da, das ist die Wiki-Seite davon. Ist das noch? Ne? Die Musik? Die kommt mir irgendwie bekannt vor. Die kommt mir bekannt vor, die Musik. Ist das Gladio-Theme? Oder irgendwie aus Pokémon Sonne? Mond? Hä? Ach, egal. Ich habe hier jetzt auf jeden Fall die Karte. Wo bin ich jetzt? Das frage ich mich. Wo bin ich? Wo sehe ich mich in 2000 Jahren? So. Ich bin jetzt nach oben und so. Gut. Kann ich euch das zeigen? Hey, Mike ist auch hier. Hallöchen. nicht verwirrt sein. Ich habe mir jetzt einfach hier die Map aufgemacht, weil... Ja, es ist einfach im Stream ziemlich bescheuert. So. So, beleidige mich noch einmal und du bist hier raus. Boah. Beginnt jetzt wieder zu streiten hier. Und dann beginnt es zu schneien, versteht ihr? Streiten, schneien, das ist das gleiche Wort. Warte, miau, miau, miau. Dann haben wir irgendwann einen Haarballen vor der Kamera sitzen. Überall nur Haar. Da zahlt sich Facecam sicher aus, glaube ich. Mod-Rechte auszunutzen ist nicht intelligent und wer nicht Spaß versteht, soll leben. Ach, streite doch nicht. Kennst du mich überhaupt noch? Ich und Ernst? Die Cherry, die ist doch nicht Ernst, sondern der Jürgen. Beef! Wer hat noch nichts gegessen heute? Jetzt gibt's Beef. Oh yes. Ich hatte ja heute Nudeln mit Lachs. Lecker Schmecker. Ich habe eh immer irgendwie das Gleiche. Aber ich kann mich nicht beklagen. Wann ist auch ihr Hallöchen? Warum ist hier so... Da ist doch nichts. Warum war da was? Obwohl da nichts ist.
Oh Mann, ey. Give me the Super Rappel. Give me it. And so. Medizin. Da. Ich mein, besser als nicht. Ich glaube, ich habe eh Money. Ich habe eh Money. Also ist das halb so schlimm. So, da geht's jetzt ganz rauf. Aha. Schauen wir mal. Da gibt's nur eine Sackgasse, wie es ausschaut. Ist das ein Item? Nein. Schaut halt irgendwie so aus. Dü-dü. Das kommt mir irgendwie bekannt vor, diese Melodie gerade. Oder ist es irgendwie eine andere Melodie? Das kommt mir so arg bekannt vor. Heiko? Die Heiko-Melodie. Kann das sein? Ja komm, give me Rappel. Buddy, hi, sis. Die Sissi ist da. So. Wie funktioniert das nochmal? Nee. Wo war das? Key Items. Die Flut. Du. Mew. Das ist ein Shaman und kein Mew. Schaut euch das an, ey. Ah, so funktioniert das. Unten war ich schon, oder? Mir gefällt aber die Musik. So richtig nice. Ah, ein Rare Candy. Oder so. Hallo, meine Freunde der Nacht. Es ist ja noch nicht Nacht. Ja, gib mir die Rappel. Hoi. Imolga! Mein PC ist wieder super toll. Ich könnte mal wieder mal... Ah! Sie will mich wieder umbringen. Joey, stop! Stop! Sonst benutze ich den Greta Ball hier. So. Da bin ich... Da kann ich jetzt mal den Hypertrank abholen. Jupp. Finde ich auch wirklich sehr nice. Haben wir schon mal erwähnt gehabt hier. Aha. Da gibt es zwei Ventilatoren, wie es ausschaut. Da ist nichts gewesen, aber dort hinten befindet sich da oben ein Duskball, wie es ausschaut. Jupp. Meine Nachbarn sind auch wieder ein bisschen laut, würde ich sagen. Jetzt! Ach. Naja, aber ich muss schon sagen, von meinen alten Nachbarn bin ich sowieso ein anderes Level gewöhnt. Da können die jetzt so laut sein, wie sie wollen, aber das macht mir eigentlich absolut nichts mehr aus. Die sind jetzt eigentlich die ganze Zeit mit den kleinen Kindern ständig nur am Herumschreien und Brüllen und ja. Was halt ein bisschen nervig ist. Besser wäre es natürlich, wenn es da mal ein bisschen leise wäre bei denen. Aber man kann sich die Nachbarn ja leider nicht wünschen, ne? So ist der Fall. Und wo wir schon von meinen Nachbarn reden, die haben ernsthaft meiner Mutter jetzt letztens mal eine Mail geschrieben, weil die wollen ja oben den Dachboden irgendwie was ausbauen, was sie dann benutzen möchten. Und jetzt hat der Mann von oben jetzt meiner Mutter geschrieben, dass aus den und den Gründen und so sollen wir das zahlen, was die da oben bauen möchten, weil irgendwie ist Fairness oder sowas. Keine Ahnung, ich verstehe auch immer noch nicht, was das mit Fairness zu tun hat. Wenn die da oben was wollen, für sich selber, ne, dann sollen sie das gefälligst selber zahlen und nicht wir. Das habe ich auch noch nicht so ganz verstanden. Aber das wird sowieso irgendwann vor Gericht enden, kann ich euch sagen. Schade, kann der nicht weiter. Weil die verstehen es sonst nicht anders. Besonders der Mann von denen da oben. Die verstehen das einfach nicht. Nichts und wieder nichts.
Ich bin da auch gespannt, wie das dann enden wird. Weil rein theoretisch haben wir ja eigentlich, rein theoretisch, ne, rechtlich gesehen, gehört eigentlich da der Garten von denen, gehört eigentlich uns. Ja. Also, schauen wir mal, wie das dann auch aus, wie das enden wird, das Ganze. Das wird ein Spaß. Naja. Aber trotzdem sind sie halt immer noch extrem laut, das kann ich jetzt schon mal sagen. Ah, wir sind endlich da. Ich glaube, da brauche ich ein sehr, sehr wichtiges Item. Für etwas. Naja. Yo, Sibi! Yo, Damien! This black market is creepy as heck. I'm glad you found your way down here too. From what I've heard, one of the cults has a hideout in here that leads directly into the Jade Tower. Let's try to sneak through, but we need to hurry. Ach was, jetzt habe ich dich eine Woche warten lassen. Das ist doch verrascht. He could get attacked any minute. Ach was. Die lassen sich sowieso Zeit, wie es ausschaut, ne? Oder wie lange haben wir jetzt nicht mehr gestreamt? Eine Woche oder mehr? Ach, egal. So. Wir sind betrunken. What? Nee, nee, nee. Stop this. Könnt ihr ja gerne sein. Weiß ich wann. Ich und Vanni benehmen uns wie Jungok und V. What? Auf von denen zu reden. Was ist jetzt schon wieder? Ich bin schon wieder das dritte Rad. Und ich bin ein verwirrter Dude, der einfach abseits auf euch starrt und sich denkt, was labern die? Wir können Buchstaben benehmen, interessant. Nein, Greta, stop it! Oh doch. Was geht jetzt schon wieder ab? Diese ganzen Insider, wo ich mich nicht auskenne. Naja, dann lasse ich euch einfach mal. My name is Witch Doctor. To make contact with another world. Okay. Was heißt das? Verliere ich hier eh nichts? Dambi! Was heißt das? Special to make contact with another world. Ist das irgendwie spezielles Legi oder sowas? Ich will aber jetzt irgendwie keine Pokis verlieren, also. Ja, und unser Dumpy musste da das Versuchskaninchen sein. Sorry, sorry. The door is locked. An eye stares back at you from the keyhole. Spooky! Okay. A thin blue liquid seeps from beneath the door. Okay. Komische Dudes hier. Da ist doch Giovanni! Was machst du? Solltest du nicht in Ultrasonne und Ultramond sein? Greetings, I'm the Move Master. Custom moves are illegal now. Ja. 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 Ach, online. Was will ich denn damit? Gibst du mir jetzt was? Probieren wir es einfach. Dann, wem wollen wir irgendwie eine Attacke geben? Vielleicht Darky? Custom Move. Okay. Du brauchst ja noch eine geile physische Attacke, ne? Was kann das überhaupt? Created by the player. By the player! Was soll denn das? Statt Confuse Way? Probier's einfach mal. Mein Leben ist zerstört. Wegen denen. Ja, ha. Um was geht's denn schon wieder? Sprich mich nicht an. Warte, was ist hier schon wieder los? Die sind jetzt auf Drogen. Die sind alle auf Drogen. Oder so. Ja, gut. das kann ich ja eigentlich wieder zumachen. So, dann schauen wir mal. Dann schauen wir mal, was dieses Custom Moves überhaupt ist. Dann remember, it cannot be used online.
wenn ich online spielen möchte damit, dann werde ich höchstwahrscheinlich das verlernen lassen müssen, ne? So. Was kann ich jetzt damit? Was war das jetzt? Was soll ich hier mit Custom Move? Es ist zumindest physisch. Name me. Quest Type. Hä? da muss ich mich noch irgendwie einmal reinlesen, was da los ist mit dem. Ach, egal. Baby, das sind kleine Kinder. Lass dir erklären, was mit dir los ist. Ja, wie gesagt, ich hab Zeit. Hast du nicht. Sie haben Zeit, aber sie haben keine Zeit. Zeit ist etwas Relatives. Was ist denn Zeit? Dass die Zukunft vor einer Sekunde ist unsere heutige Gegenwart, was jetzt schon wieder eine Vergangenheit ist. Was ist Zeit? Ein Hackgeist hier. Das kostet viel. Auch interesting. Zwar schade, dass das nicht umsonst passiert, aber sie haben sowas auch eingebaut, was ja nice ist. Was ist das Rote eigentlich? Sind das Blumen? Nee. Das Blut deiner Mutter. Hier gibt's irgendwo was Spezielles. Bist du das? Links oben? Nö. Shockdrive. Nö. Irgendwer hat was Spezielles, was ich brauche. Oder kennen wir das noch nicht? Burned Wife. Okay. Kostet einfach null. Okay, wenn du meinst. XP? Sure. Ich habe aber leider nicht mehr wirklich viel Money. Leider nicht mehr. Hast du etwas? Ein Fossil. Was sind das für komische Items hier? Dows 12? Nein. Dann wird das wahrscheinlich später erhältlich sein, ne? Jetzt haben wir irgendwie... Da ist... Wo ist die Klee? So. Gibt's nicht irgendwo Amulet Coin? Ah, okay, ich verstehe schon. Das ist doch... What the fuck? Wie können die nur? Die spielen Pokémon! Boah! Das ist ja krass hier. Ich glaube, hier geht's weiter, oder? Das schaut zumindest wichtig aus. Nein, das ist Blut von der Bau. Warte, ja, gut. Ich komme sowieso nicht mehr nach. Also, falls ihr irgendwie interne Sachen schreibt oder so, hier geht's weiter, wie es ausschaut, dann überlegt euch, ob das jetzt wirklich geeignet ist für einen Chat, weil ich komme jetzt zum Beispiel wieder überhaupt nicht mehr mit dem Chat. Also, falls irgendwie was Wichtiges ist, was geklärt werden muss oder irgendwie so, oder was an mich gerichtet ist, kann ich jetzt nicht mehr nachlesen, weil I don't know, wo wir sind. Achso, von dort sind wir gekommen. Gut, dann gehen wir wieder zurück. Ja gut. Dass ihr euch gegenseitig Videos zeigt, das ist doch nichts Neues. Who's there? This area is off limit. Oh, it's you, Sebi. You were the kid from the Sun-Touched Tim, weren't you? What do you want? Are you here to avenge our gym leader friend? Get out of here! Now you! Nein, hold on a minute! Sir! Ist das jetzt Shubani? Oder der gleiche Dude von vorher? I suppose you two don't remember me, huh? My name is Yuka, whatever. I'm the leader of the Perfection Cult.
Irgendwie war da was. Aber ich habe absolut keine Ahnung mehr, wer. Da sind so viele Kults. Kults, wie auch immer das deutsche Wort dafür ist. Da verliert man schon langsam mal den Überblick. We've met each other in Telnor Town, back in Sylvan's Lab. Jetzt kapiere ich wieder, wer du bist. Remember the Delta Species Pokémon I offered you. I'm glad you choose to travel with one. Every Pokémon deserves to adventure with a trainer. Blah, 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 blah. You are on private property. I'm forced to ask you to leave. We are busy right now, and we really can't be distracted. I don't much care for you two myself, and if I had it my way, I'd get rid of you two immediately. Du laberst was von... Es ist ja... Was ist das eigentlich für eine komische Internetadresse dort oben? Egal. Du laberst da irgendwie was... Ja, jedes Pokémon verdient hier irgendwie was, ne? Jedes Pokémon. Und dann sagt er im nächsten Satz, ja, ich würde euch jetzt töten. Also, auch die Pokémon, die ihr habt wahrscheinlich, ne? Also, ja, ja, also... As a favor to my old colleague, Professor Sylvian, irgendwie, I'd rather do this the easy way. Well, we don't really want to interfere with anything. Wer sagt das gerade? Egal. We just want to get through. Das ist, glaube ich, Damon. We heard there was a way into the Jade Tower from here. We need to see the Orgel. And why would you two want to do that? Because the Sky Cult is coming for him. He's in big trouble. Is he now? Tell me, why should I help save him? I'm a cultist, Damien. Also, jetzt hätte ich gedacht, das sagt Damien. Egal. Wenn ich mich selber verwirre, indem ich alle in der gleichen Stimme rede. More than that, I'm a cult leader. Chance. Been after me for ages. Why wouldn't I want him out of the way? I don't know anything about irgendwas oder so. I just thought you would. Actually, I'll take that bet. Let's strike a deal. I have a little project you can help with. Passiert das, was ich mir jetzt gerade denk? Weil ich weiß, was mit Damien später passiert, aber ich weiß nicht mehr warum. To be honest, we are not really a cult. There are legendary Pokémon we'd like, certainly, but none that we worship. Our group was founded in the pursuit of a single goal: perfection. A truly perfect Pokémon, one that is undefeatable, unconquerable, one with no counters, and no move or strategy can stop. Also gegen Counter? Wie schaut ein Konter gegen Geist-Pokémon aus? Ist das egal? Ich glaub schon, aber rein theoretisch, ne? Also ein Geist-Pokémon und... Ja, eigentlich kann man sagen, ne? Geist und Licht, ein Zubiris bis zur 5. Generation, weil es hat da keine Schwäche. Oder ein Grippuck. Ach, egal. All of our plans have been centered around this vision. Delta Pokémon, we thought certain Pokémon might be stronger with different types, different moves. Aber dann kriegen es neue Schwächen, das ist unsinnig. Now we are trying something else. In the Kalos region, a new battle technique was discovered. It's become common practice now, but how it works is still a mystery to scientists today. This is called Mega Evolution. We need to understand it completely. That way we can use it for our own purposes. Stan has a Pokemon with a Mega Stone on his team right now. We want data. If you battle against him,
We can analyze how well his Mega Evolution does in battle and how it can be improved. Fight, and we'll let you pass through. You are right, you can get into the Jade Tower from here. Oh, but we don't have any time. What if this guy? Don't worry, we'll make his this fast. Say we shall me schau schau schala. Ich kann nicht mehr reden. Okay. Keine Musik. Wo ist die Musik? Hallo Dude. Keine Musik. Außer die normale Musik. Soll das so sein? Kürm. Natürlich kommt er gleich mit dem Kürm daher. Warum nicht? Komm, Lightstream. Wir sind ja schneller, wenigstens das hier raushauen. Ja, schaut. Schaut euch das an. Schaut euch das an. Haben wir einen Fairy-Type? Nope. Ja, komm. Erion, Erion, Emolga, Ice Beam. Sollte nicht ausreichen, wollte ich sagen. Ja, gut. Jetzt kann ich aber einen Safe Switch in Wagen hier. Wer wird Emolga rächen? Weil Vanni vorher so durchgedraht ist. Sie dreht am Rad. So, oh, Emolga, kommst du jetzt mit dem Flare Blitz daher? So. Recoil. Warum hat der einen Kürm? Achso, ja, das wissen wir, dass der einen Kürm hat. Ja, gut. Stunfisk. Das war jetzt diese Flunder oder war das das Stinktier? Ich glaube, die Flunder. Die Flunder-Kavunda. Oder so. Ja, komm. Dambi! Das kam so random einfach. Bunny, stop. What? Molga is dead. Darky, wenn du mir so daherkommst. Wenn du mir so daherkommst. Warum hast du einen Mega-Stunfisk? Schau dich das an. Es will dich rapen. Dambi sagt, no, I'm out this bitch. Aber. So, du wirst jetzt einfach reingeschickt, heilst das Emolga und gut, damit hat sich's die Sache. Never cover, springt einfach in die Luft. Never cover Emolga Death oder so. Da musst du herhalten für Healing und so. Will ich, dass ich lebe? Das ist mir neu. Ich gehe einkaufen. Tschüss. Okay. Tschüss. Bounce. Also sehr viel Damage drückt das Viech aber nicht. Was ist das? Kann ich das jetzt entscheiden, was das für eine Attacke sein soll? Oh, come on. Ja, beeil dich. Okay. Okay. So. Thunderbolt. Oh, schade. Darky ist jetzt K.O. Darky ist tot. Kappa. Oder so. Keine Ahnung. So. Stelle ich mir eine Molga vor, das deppt. Was? Warum? Wie? Egal. Was hat es eingesetzt? Muddy Water? Aber auf jeden Fall Light Green. Das ist eine Wasserattacke, wie es ausschaut, ne? Also kann ich dich jetzt da rein? Habe ich was Gutes dagegen? Eigentlich nichts. Ja, gut. Ja, gut. Dann kämpfe ich trotzdem mit dem Emolga hier. I don't care. Emolga schafft das schon irgendwie. Oh! Jetzt! Schaut euch diese Strats an. Emolga geht zwar drauf, aber mit Teamwork besiegt Dambi dieses Mega-Stunfisker. Und jetzt fistet es. Versteht ihr? Och, come on.
dann stirbt halt dieses Viech. I don't care. So. Jetzt kommt wieder das Viech rein. Ja, gut. Es ist aber nicht schnell genug und stirbt. Dumbi, the Ranger. Oder so. Warum ist diese Musik im Hintergrund? Das ist merkwürdig. Quampik. Grantiger Quampik. Versteiste. Warum greifst du mit der Attacke an? Wir haben doch physisch eine gute Verteidigung, dann stirbst du halt. Nur weil dein scheiße Molga wichtig für dich ist und ich dich über das letzte Jahr hast du mich wie Dreck behandelt. Are you tiggered now? So ist nun was. So ist das Leben nun mal. Kleinste Violine der Welt spiel. Thank you very much, Sebi. You may pass. The entrance to the Jade Tower is just up the stairs. You know what? Take one of these two. Megaring. Ja, gut. Ja. Ja. Kriegen wir jetzt irgendwie was zu heilen? Wie schaut's denn hier aus? So. Warum? Wann kann ich meine Pokés heilen? A key to open. Okay. Ein Mega-Darky. So. Nur, da muss ich halt... Na, wer weiß. Vielleicht können wir jetzt die Typen hier niederknüppeln. Die wundern sich nicht, dass auf einmal so ein Kind hier auftaucht. Nö. Gut, dann muss ich halt hier mit Beleber rangehen. Dann schauen wir uns halt mal hier so ein Mega-Delta-Cherry-Saat. Cherry-Saat. Mega-Entwicklung Hype. Und die Bolzen auch noch, warum nicht? Und ich sollte mir wirklich Healing-Items kaufen, aber ich habe nicht wirklich viel Money. Nicht sehr viel Money habe ich. Das gibt's doch nicht. Ich möchte mal kurz was ausprobieren. Ich habe ja Amulet-Coin. Dann ist das... Nein, nicht Emolga. Was will Emolga denn damit? Item Take. Man hat so viel von den neuesten Gens übernommen, glaube ich, hier. Warum nicht diese Items bewegen Funktion? Das ist mir jetzt schon aufgefallen. So, Switch. Und jetzt sehen wir uns ein Mega-Pokémon an. Und ironischerweise gegen ein Stunfisk. Wo ist er denn? Da. Weil ich glaube, so kann man ziemlich gut Geld farmen. Leider, wenn ich das jetzt wirklich so machen möchte, mit einem Mega-Viech. So. Dragon Pulse. Auf geht's. Mega-Entwicklung zu... Alter. Schau das doch Viech an, ey. Tschüss! Warum zieht das kaum was ab? The sky is dark! Dark. Wie viel macht eine physische Attacke aus? Auch nicht wirklich sehr viel. Alter, warum wirst du so gewollt? Das wundert mich jetzt schon. Darf ich mir mal die Werte hier anschauen? Ghost Dragon. Aha, 160. Noctem. Bolt out. Okay. Find's aber trotzdem noch komisch, wie das Viech hier gewollt wird. Von einem Stunfisk. Nicht, sondern von einem Dunspar. Jetzt habe ich die schon verwechselt, die zwei.
wohl eher sehr schmächtig. Ach, hier. Ich find's halt wirklich komisch, dass Dragonpools so wenig abzieht. Nicht mal die Hälfte, kann man sagen. The sky is dark. Aber ich glaube, kann das sein, dass dieses Viech eigentlich eher speziell versiert ist? Also möchte ich mal was anderes probieren. Ja, komm, Jerry. Item Give. Amuletti Coin. Das ist sehr, sehr wichtig herauszufinden, mit welchem Pokémon ich Geld farmen kann. Gegen diesen Gentleman. Weil das, wenn das immer schnell down geht, dieses Pokémon, und ich hier mit Amulet Coin, ah, jetzt habe ich das vergessen, ey. hier mit Amulet Coin herumhantiere, dann kriege ich 7000, glaube ich, ne? Ironhead? Oh, come on. Don't miss. Don't paralyze. Stop this bullshit. Ja, das wird ein Two-Hit. 7000, ja. Also so kann man, glaube ich, gut Geld farmen. Das wollte ich noch herausfinden. Nur muss ich jetzt meine Pokies irgendwie wieder hochhalten. Alter. So. Ja, komm. Und ein Paralyser-Heal. Wo ist es denn? Habe ich so etwas?